Hallo und herzlich willkommen, hier ist Valo mit Folge Nummer 60 von Valos Bonker. So, und wir müssen mal ein bisschen einen kleinen Blick darauf werfen, dass wir hier... Das war eine Dragonsmore. Gucken wir mal, ob wir noch eine bauen können. Legendary Cost. Nee, uns fehlt ein bisschen was. Macht aber nichts. Wir bauen stattdessen ein Raider-Schwert. So. Und hier bauen wir erstmal Advanced Jumpsuit. Wir brauchen ein bisschen was an Fäden, also müssen wir vielleicht später die ein oder andere Sache zerstören. Oh Gott, Red Scorpion Attack, das hält uns jetzt natürlich wieder mal 5 Minuten im Vault fest oder so. Abwarten. Warten wir, bis der irgendwo aufgetaucht ist, wo wir ihn wirklich gebrauchen können. Das heißt gebrauchen können, wo er irgendwen angreift, der sich auch verteidigt und verteidigen kann. Ah, Gott sei Dank, relativ früh passiert. Oh, du hast natürlich noch eine Schrottwaffe. Ist immer ein guter Zeitpunkt, dann nochmal die Waffen abzugraden. Hat aber trotzdem gereicht, sehr gut. Du hast jetzt gleich, Moment, ein Jumpsuit an. Habt ihr alle Agi-Equipment an? Ihr habt zumindest mal grundsätzlich alle irgendwas an, was ein bisschen Agi gibt. Du bist ein Kind, das erwachsen geworden ist und das damit hier in diesen Endurance-Raum kann. Und dort auch eine Plasma-Rifle bekommt. Ihr habt Perception auf Maximum trainiert. Das ist fantastisch. Dann könnt ihr jetzt Charisma und Int trainieren. Und du auch zuerst Charisma. Und mal ganz kurz gucken, wer von euch als nächstes... Du hast 9 Perception, wenn ich es richtig sehe, ne? Bist du das? Also du hast auf jeden Fall 9 Perception. Sehr gut, das ist unsere finale Questgruppe, die wir noch brauchten. Und wir haben, glaube ich, auch... Wir müssten jetzt 4 Dragonsmore haben, hoffe ich zumindest. Ja, 4 Dragonsmore. Das heißt, wir haben genügend für alle, die zu unseren Questgruppen gehören. Du hast Endurance auf Cap. Jetzt will ich gerade mal gucken, ob wir noch eine Endurance-Rüstung haben. Und als Waffe kriegst du mit ein Raider-Schwert. Und minus Crafting Cost, minus Crafting Time. Nee, das bringt alles nicht viel. Dann gehst du, liebe Brittany, einfach so los mit der Waffe. So. Ihr kommt zurück. Ihr habt keine wirklich gute Mission gehabt, aber ihr habt, glaube ich, einen Cat Carrier mitgebracht, also ein Haustier. Möglicherweise zumindest. So. %59 Health, das ist natürlich eine Menge. Das kann man durchaus auch einem von unseren Erkundern mitgeben, irgendwann mal. So, wir schauen mal kurz, was wir für Quests haben. Ihr seid gerade bei einer Quest angekommen, die können wir gleich machen. Ihr, uiuiuiui, eine Legendary-Waffe, 2 Rare-Waffen. Warum nicht? Dann
macht ihr die? So. Wie lange seid ihr unterwegs? Muss ich gleich mal gucken. Ihr craftet das. Ihr craftet das Raider-Schwert. Gut. Ihr seid angekommen. Du bist unterwegs. Entschuldigung. So. Du bist unterwegs. Okay. Ach, Brittany. Ich will dir zumindest das Sternchen geben. Auch wenn es keine große Rolle spielt. So. Aber du musst noch woanders hin. Du hast Max-Level in Agi. Dann kommst du ins Luck-Training. Und du kommst ins Agi-Training, wo alle möglichen Leute sind, die leider Gottes... bist ja mal waffentechnisch ein bisschen veraltet. So, wo leider alle möglichen Leute, die sind alle waffentechnisch ein bisschen veraltet. Was bist du für ein Tier? Du bist minus 21% Crafting-Zeit. Das kann man natürlich noch jemand anderem geben. Und diese Rüstung ziehen wir euch zunächst mal einfach nur aus. Die brauchen wir vielleicht noch ein andermal, aber... Im Moment jedenfalls brauchen wir sie nicht. Wie viele seid ihr denn? Ihr seid 6 Stück. Okay, gut, cool. Ihr habt, wenn ich das richtig sehe, alle entweder die Ninja-Uniform an oder was hast du an? Du hast auch 4 Agi an. Also entweder 4 oder 5 Agi-Equipment habt ihr an. Und ihr baut am 5er Agi-Jumpsuit. Das ist gut. Jetzt war ich gerade komplett verwirrt, warum ist da schon wieder eine zurück? Aber wir haben dich ja gerade zurückgeholt, Brittany. So. Und jetzt kannst du weiter gehen. Oh, hast du Deathclaws mitgebracht? Nice. Hier müssen wir auch mal irgendwann Leute mit höherer HP reintun. Ach, da ist noch eine, die keine Aufgabe hat zurzeit. Ich nehme an, es ist ein Level 1 ehemaliges Kind. Gut, ehemaliges Kind sind natürlich alle, aber Kind, das noch nie etwas anderes gemacht hat, außer durch den Wald zu eiern. Gut. Damit dürfte das erledigt sein, die Deathclaws. Hervorragend. Samantha, du hast noch keine Waffe, dann kriegst du eine Plasma-Rifle. So, dann schicken wir dich in den Ausdauertrainingsraum. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir weder ein Kind noch jemanden, der schwanger ist. Wie viele sind hier drin? Ihr beiden könnt hier in diesen Raum. Du kannst hier rein. Oh, da ist der Mysterious Stranger. Da ist Jocke. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Die Razor Rifle können wir zerstören. Die Gauss-Reife können wir auch zerstören. Einfach nur deshalb, weil sie halt Legendary-Bauteile gibt und wie in dem Fall eine Flask, was bedeutet, wir können noch eine Dingens herstellen. So, aber wir müssen ein paar Outfits zerstören. Commander-Fatigues nicht. Wir brauchen ein bisschen Bauteile für... das Agi-Outfit. Das gab zumindest einiges von dem Yarn, was wir dafür brauchen. Das ist gut.
Die Baseballhandschuhe brauchen wir auch. Und von dem anderen haben wir definitiv genug. Wir gleich mal dann, wie viel wir davon haben. Langfristig wird das kein Problem sein, aber kurzfristig, dadurch, dass das immer relativ schnell hergestellt ist, könnte das ein Problem werden, bis wir dann dazu übergehen, die 7er Agi-Sachen herzustellen, wenn unsere Vorräte für den 5er Agi-Kram aufgebraucht sind. Die legendären Sachen lassen wir erstmal unangetastet. Ich glaube halt auch nicht, dass die ganzen Sachen, von denen wir hier drei jeweils aufgehoben haben, jeweils wirklich alle gebraucht werden für Quests. Aber drei Slots sind nicht wirklich viel, verglichen damit, dass, wenn wir mal irgendwas machen wollen, so brauchen wir die noch in großen Mengen. Bin mir gerade nicht sicher. Behalten wir mal. Sechs Stück davon übrig. Gibt es hier echt immer exakt ein Garn? Ist das immer. Tatsächlich scheint eine feste Menge, oder? Ich habe auf den Rest nicht geachtet. So. Und jetzt gucken wir mal kurz bei Junk. Wir brauchen relativ viele Baseball Gloves. Die haben wir hier. Und relativ viel Yarn. Das haben wir hier. Also. Gut, wir sind erstmal auf der sicheren Seite. So, ihr beiden baut gerade ein neues Kind. Ach, ihr habt schon. Gut. Hervorragend. So, wo musst du hin? Das hast du gecapped, das hast du gecapped. Endurance ist das nächste, was du trainieren musst. Und ich glaube, du bist einen Schritt weiter. Du hast Endurance schon gecapped. Oh, du hast Charisma auch gecapped. Ach so, Charisma hat sie aber auch gecapped. Dann gehst du dahin. So, das soll es, glaube ich, erstmal gewesen sein für heute. Wir sind ganz gut vorbereitet und werden uns dann in den nächsten beiden Folgen den Quests widmen, die es noch so gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen angenehmen Tag. Bis dahin. Tschüss, sagt euer Onkel Barlow.